Räume für neue Arten der Kommunikation und Organisation der politischen Handlungen zu eröffnen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Sozialforumsprozess auch mit seinen ganzen Höhen und Tiefen eine Chance dafür ist. Wir wollen diskutieren, inwiefern das Europäische Sozialforum ein Ort sein kann, dieses Jahr in Istanbul, an dem über die derzeitigen Grenzen Europas hinaus gemeinsam Politik gedacht und gemacht werden kann. Wir haben für diese Diskussion türkische, kurdische und deutsche Aktivistinnen zur Diskussion eingeladen. Aslı Kıyak İngin ist Architektin und Vorsitzende der Human Settlements Association. Vor allem in den Stadtzentren, in den historischen Zentren wie Tarlabaşı, Fenerbalat, Sulukule, Süleymaniye und so weiter und so fort. In all diesen Zentren wurden bestimmte Gebiete als Abrissgebiete erklärt und dann wurden sie zu Erneuerungsgebieten erklärt. Und es heißt, entweder da würden die Terroristen arbeiten oder es würde Drogenhandel betrieben oder Sexhandel betrieben und so weiter. Das seien soziale und wirtschaftliche und auch physische Gebiete des Untergangs. Das wird in den Medien groß dargestellt und diese Gebiete werden zu Erneuerungsgebieten erklärt. Und so werden Praxisräume definiert per Gesetz. 40 Tage vor dieser Abrissaktion haben wir dieses Festival 40 Days, 40 Nights Sulukule organisiert und gleichzeitig mit einer großen Vollversammlung darüber diskutiert, was wir jetzt machen können. Direkt neben mir sitzt Serhat Çaçan. Serhat ist aktiv in der Hasan Keyfi Yaşatma Girişimi, einer Initiative, die hauptsächlich ein Bündnis darstellt von Aktivistinnen, die in der Anti-Staudamm-Bewegung organisiert sind. Und seine Initiative ist auch Teil eines breiteren Bündnisses. Das heißt, ein anderes Wassermanagement ist möglich. Es gab zwei internationale Konsortien, die sich bereits gebildet hatten, um diesen Staudamm zu bauen und zu finanzieren, und die konnten halt zerschlagen werden. Denn als die europäischen Finanzierer und Banken gesehen haben, welche ablehnende Haltung es da eben gibt von der Bevölkerung, haben sie sich zurückgezogen. Aber es geht ja nicht nur um einen Staudamm. Ich denke, da sind eigentlich alle Leute sich einig. Es geht, und insbesondere nachdem das erste Konsortium halt sich aufgelöst hatte, hat man gesehen, dass der Generalstabschef der Türkei sich für dieses Thema sehr eingesetzt hat und verlautbaren lassen hat, dass dieser Staudamm unbedingt gebaut werden muss und man ihn nicht aufhalten könne. Also was hat jetzt eben jemand von der Armeespitze mit einem Staudamm zu tun? Er hat eigentlich nichts mit Wasserpolitik zu tun. Neben mir, zu meiner Rechten und eurer Linken, sitzt Demet Demir. Sie ist Mitbegründerin und Aktivistin bei Istanbul LGBTT, also Lesbian, Gay, Bisexuell, Transgender, Transsexuelle Organisation mit einer langen politischen Biografie im Kampf für die Rechte sexueller Minderheiten. Seit ungefähr einem Jahr haben wir einen neuen Polizeichef, Hüseyin Çapkın heißt er. Mit Hüseyin Çapkın sind die Strafen, vor allem die Geldstrafen, drastischer geworden, zusammen mit der AKP-Regierung. Das heißt, wir haben jetzt auch mit sehr vielen gesetzlichen Problemen zu tun. Denn physische Gewalt kannten wir auch vorher. Nach Hüseyin Çapkın ist unser Leben noch viel schwerer geworden.
viele Transvestiten und Transsexuelle werden sofort festgenommen. Und es gibt jetzt Bonuspunkte mit Hüseyin Çapkın. Für jeden, den man verhaftet, bekommt man 5 Bonuspunkte. Also der Polizist. Also viele Transsexuelle und Transvestiten müssen als Sexarbeiter arbeiten. Und deswegen mussten sie nachts arbeiten. Und nachts wurden sie vor allem festgenommen. Aber jetzt, bei hellem Tag, wenn jemand einkaufen geht oder seinen Hund ausführt oder in einem Café sitzt und so weiter, kann er oder beziehungsweise sie festgenommen werden. Neben Demet sitzt Meral El, die heute hier ist und auch für Tuncay mitspricht, den wir vorhin schon gesehen haben, der leider nicht kommen konnte. Die beiden sind aktiv im Prozess des Mesopotamischen Sozialforums, das, wie ihr ja gesehen habt, im September 2009 erstmals in der kurdischen Stadt Diyarbakir stattfand und unterschiedliche politische Gruppen aus der Türkei, Kurdistan, dem Mittleren Osten und Europa, dabei insbesondere aus Deutschland, eine Woche lang zusammengebracht hat. Die aktuelle Situation in Kurdistan, Türkei, um nur Zahlen von Montag bis Mittwoch zu nennen, sind, dass zwischen Montag und Mittwoch bis zu 129 Kurden in Gewahrsam genommen wurden. Am 11. Mai kam es zum Tod von einem kurdischen Studenten, Sherzan Kurt, in der türkischen Stadt Mula während eines rassistischen Angriffs. Am 25. Mai ist in Van, in der kurdischen Stadt Van, in der Nähe zu Van in Özalp, ein kleines Kind in der Nähe zu einer Militärkaserne ums Leben gekommen durch die Explosion einer Handgranate. Und welche Bedeutung hat das Mesopotamische Sozialforum für uns als Initiatoren da? Wir fanden es einfach wichtig, dass in diesem Kontext Erfahrungen und Aktionen von Gruppen aus der Türkei, primär aus der Türkei und vom Mittleren Osten für eine friedliche Lösung zusammenkommen können. Viele wurden auch nach dem Mesopotamischen Sozialforum festgenommen, auch wegen des Sozialforums, weil das gewissen Parteien natürlich überhaupt nicht zu nutzen kam, zu sehen, wie in kurzer Zeit mit begrenzten Mitteln eine immense Organisation auf die Beine gestellt wurde und ein internationaler Austausch stattgefunden hat. Ganz rechts außen hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber für euch natürlich ganz links außen sitzt Gökhan Biçici. Er ist Mitbegründer von TAREM, einer gewerkschaftsnahen Bildungseinrichtung, und war selber früher in der Nahrungsmittelgewerkschaft Organizer im Dachverband DISK. Wir haben eine faschistoide Gewerkschaftsverordnung, die grundlegende Hindernisse zur gewerkschaftlichen Organisierung bereitstellt. Zwar ist die Organisationsrate sehr hoch, aber gleichzeitig gibt es eben sehr wenige Arbeiter, die wirklich von flächendeckenden Tarifverträgen und von Gewerkschaftsrechten und so weiter profitieren können, nämlich nur 8%. In der heutigen Türkei als Gewerkschaft einen flächendeckenden Tarifvertrag zu haben, brauchen sie einen Organisierungsgrad von 50%. Das heißt, wenn vielleicht 20.000 Arbeiter insgesamt da beschäftigt sind, brauchen sie 10.000 registrierte Mitglieder, um halt einen flächendeckenden Tarifvertrag abschließen zu können. Und das heißt eben für die offiziell Beschäftigten in einem konkreten Betrieb, dass eben auch eine Person mehr als 50% der Beschäftigten wirklich organisiert werden müssen damit. Und das muss übrigens von einem Notar beglaubigt werden. Aber einmal muss man zumindest beim Europäischen Sozialforum gewesen sein. Das ist so gut wie Ehrensache, selbst wenn die Weihnachtsgeschenke und der Urlaub draufgehen. Und ihr solltet mal überlegen, ob das nicht für euch Istanbul sein sollte.